Es war ein hartes Jahr für ihn. Rainer Brüderle ist heute bei uns, genauso wie Dr. Christine Theiss und Raphael Fellmer, ein Mann, der vor 3 Jahren in einen Geld- und Konsumstreik getreten ist. Was das ist, das wird er uns erzählen. Sie drei sind jetzt unsere Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Kleiner, erlauchter Kreis heute. Schönen guten Abend Ihnen allen. Ja, herzlichen Dank. Eigentlich ist sie Doktorin der Medizin und Spezialistin für kaputte Herzen. Doch statt Herzen zu reparieren, verprügelt sie seit Jahren sehr viel lieber andere Frauen. Und zwar als beste Kickboxerin der Welt. Das heißt, die zarten Hände von Frau Doktor spenden ihren Patienten Trost und Liebe und ihren Gegnerinnen gelegentlich Dunkelheit im Oberstübchen. So war das zumindest bisher immer. Doch im Sommer dieses Jahres kam der Dampfhammer plötzlich von der anderen Seite und sie verlor ihren ersten Profikampf. Zitat: Nach diesem Niederschlag habe ich mich gefühlt wie mit 3,5 Promille. Jetzt will sie Rache. Herzlich willkommen, Dr. Christine Theiss. Schön, dass du bei uns bist, Christine. Ja, bei Christine Theiss kam der harte Haken von links. Bei ihm kam er in diesem Jahr von überall. Was für ein Jahr. Zu Beginn des Jahres wurde er noch als heimlicher Vorsitzender seiner Partei gefeiert, als begnadeter Aufputscher, als Profi vom alten Schrot und Korn. Alles das so zu lesen, wurde Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Doch dann kam ein Artikel, der am Ende aus ihm einen wandelnden Herrenwitz machte. Es kamen erst ein unglücklicher Sturz, bei dem er sich Arm und Bein brach, dann ein tiefer Fall und ein Flug. Der Flug hochkant raus aus dem Bundestag. Ein Flug wie die Reise in einem Billigflieger. Auf dem letzten Parteitag gab es nämlich statt feiner Häppchen nur noch Döner. Was lernt man aus einer solchen Niederlage und wie schafft man es, das nicht persönlich zu nehmen? Denn er war eigentlich gar nicht gemeint. Herzlich willkommen, Rainer Brüderle. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Herr Brüderle. Ja, und wer weiß, vielleicht ist die FDP ja auch an Menschen wie ihm gescheitert. Menschen, die sich einfach verweigern, die einfach nicht mehr mitmachen wollen bei immer höher, weiter, schneller. Stellen Sie sich zu Hause einfach mal Folgendes vor. Sie haben von einem Tag auf den anderen einfach kein Geld mehr. Sie geben aber auch keins aus. Sie verdienen nichts. Und sie zahlen auch nichts. Sie leben von dem, was in unserer Überflussgesellschaft übrig bleibt. Und das geht, sagt er, mit Frau und mit Kind und mitten in Berlin. Herzlich willkommen, Raphael Fellmer. Schön, dass Sie bei uns sind. Freue mich sehr. Ja, was für eine irre Geschichte. Kann sich ein Mann wie Rainer Brüderle überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Eine Geld ganz ohne Welt. Wie sind Sie denn hier zu uns gekommen, Herr Fellmer? Also seit einem Jahr, weil das Medieninteresse sehr groß geworden ist, habe ich den Zug genommen, die Einladung habe ich angenommen, ja, und bin dann aber vom Bahnhof mit dem Klappfahrrad hergefahren. Aber Sie wollten ursprünglich gar nicht mit dem Zug fahren? Ja, naja, ursprünglich trampe ich schon sehr viel lieber, um die vorhandenen Ressourcen auszunutzen, aber um auch ein bisschen bei meiner Familie mehr zu sein und auch auf mich Acht zu geben, habe ich gesagt, bei so viel Interesse will ich da ein bisschen flexibler und ja, werde von meiner Sturköpfigkeit ein bisschen abnehmen und die Zugfahrten annehmen, in denen ich dann auch schaffen kann am Computer. Das heißt, normalerweise wären Sie jetzt irgendwie in Berlin irgendwo an die Straße gegangen, mhm, und hätten gesagt, Entschuldigung, nehmen Sie mich mal ein Stück mit, ich muss zu Lanz. Genau, ich hätte vielleicht nicht Lanz erwähnt. Also okay, sag mal Beckmann lieber. Hamburg. Sehr gut. Sehr gut, Herr Fellmer. Warum eigentlich nicht? Ja, nee, weil das macht man eigentlich gut nicht. Also nee, das macht man in einer Notsituation, dann kann man sagen, ja, ich hab's ganz eilig. Wird immer besser. Also in allerletzter Not geht man auch mal zu Lanz, das verstehe ich. Dann würde ich Lanz, also Markus Lanz, erwähnen. Ja. Vorher würde ich einfach sagen, ich bin auf dem Weg nach Hamburg, fährst vielleicht auch in die Richtung, ja, so ganz freundlich. Ja.
ohne jetzt gleich den großen Macker zu machen, ich muss hier ins Studio, nehme ich mal mit. Ich verstehe, ich verstehe. Und wie stellt man das dann an? Muss man nett sein zu den Leuten oder muss man schon auch sagen, passen Sie mal auf hier, ich bin hier gerade auf dem Weg zur Weltrevolution, nehmen Sie mich jetzt gefälligst mit, ich habe Wichtigeres zu tun. Also es ist schon ganz, ganz wichtig, in die Augen schauen, freundlich und den Menschen so behandeln, wie man auch behandelt werden möchte. Ich glaube, das ist nicht nur beim Trampen wichtig, sondern in allen Lebenssituationen. Und es funktioniert da aber besonders gut. Ein schönes Lächeln, ein bisschen Vertrauen schaffen. Und deswegen ist der persönliche Kontakt auf einer Tankstelle zum Beispiel, wo man ja so einen Moment sich in die Augen schauen kann wirklich und gucken, ja, ist mir der oder die sympathisch? Und dann funktioniert es in Deutschland wunderbar. Also ehrlich? Ich wurde schon tausende Male mitgenommen und Deutschland ist ein Paradies für Tramper. Ich sag's immer wieder, der persönliche Kontakt auf der Tankstelle wird unterschätzt. Kann man das so... Kann man das so festhalten? Christine, wann hattest du das letzte Mal persönlichen Kontakt auf einer Tankstelle? Ach, als Frau hat man doch relativ oft Kontakt. Man muss sich ja nur ein bisschen blöd mit dem Zapfhahn anstellen oder verzweifelt mit einer Glühbirne schauen und nicht wissen, wie man sich reintut, dann... Ach so, so diese Du-Du-Du-Du-Du-Nummer? Ja, ich kann das nicht. Und dann geht armes Mäuschen. Ja. Herr Brüderle, würden Sie dann helfen? Nicht sofort, selbstverständlich. Ja. Als diese Brüderle-Debatte war Anfang des Jahres, so nenne ich sie jetzt mal. Diese Sexismus-Debatte, genau, da sind wir schon mittendrin. Nicht mal geholfen. Da musste ich meine Lampen alleine einbauen. Im Ernst jetzt? Ja, ein halbes Jahr später geht es wieder mit traurig gucken. Aber zum aktuellen Zeitpunkt hat mir keiner geholfen. Man hat gedacht, jetzt müssen die Weiber ihre Lampen alleine einbauen. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Jetzt sage ich schon Sie, weil ich so direkt irgendwie ein bisschen auf Distanz gehen muss. Wie hast du das damals erlebt, Christine? Diese Debatte und das, was danach passiert ist. Also ich fand, das war wie ein Orkan. Also das war wie so ein, ja schon fast ein Tsunami, der so aus dem Nichts auftauchte. Also so kam mir das vor. Und der sich zu etwas aufgebauscht hat, mit dem man einfach nicht rechnen konnte. Also ich fand den Anlass, ehrlich gesagt, nichtig. Ich bin der Meinung, wenn die Dame die Anrede nicht in Ordnung fand, dann hätte sie es halt sagen sollen. Wir reden von Laura Himmelreich, genau, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo sie es gestört hat und nicht ein Jahr später mit einem Zeitungsartikel. Und das war meine Meinung und das driftete dann aber ganz schnell in eine Richtung ab, was überhaupt nicht mehr mit dem Ursprung zu tun hatte. Und das wurde dann eine Sexismusdebatte, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und ich weiß, dass Männer öfters eine Wortwahl haben, jetzt gar nicht auf Sie bezogen, sondern grundsätzlich, die wir Frauen manchmal nicht ganz passend finden. Andererseits macht es auch so ein bisschen das Spiel zwischen Mann und Frau aus. Und vielleicht bin ich da relativ dickhäutig, weil ich einfach seit 26 Jahren nur mit Männern trainiere und da sehr viel gewohnt bin und da sehr dickhäutig bin. Aber ich denke immer, wenn was nicht passt, dann sagt man es. Und in der Regel passt das dann auch, wenn man es den Jungs sagt. Weil Männer ja auch Ohren haben und was verstehen. Und gar nicht so dumm sind, wie wir ihn manchmal verstellen. Ja. Das war jetzt, Herr Brüderle, zu dem Zeitpunkt gar nicht der Plan, mit Ihnen genau darüber zu reden. Aber das Thema steht jetzt im Raum und ich merke das auch hier im Publikum, die Leute interessiert es. War das eine Debatte, die dieses Jahr mehr überschattet hat als alles andere aus Ihrer Perspektive? Nein, am meisten hat meines Erachtens mich persönlich belastet die Knochenbrüche. Das war für mich das Härteste. Aber das hat auch wieder noch damit zu tun als, gehabt. Als der Herrenwitz? Ja. Und noch härter als die FDP, die rausgeflogen ist? Ja gut, das war das Abschlussphänomen, das natürlich auch weh tat. Das war die ultimative Katastrophe. Jahren, dass man da knapp verloren ist, auch verloren, nicht reinkam dabei. Aber ich habe das Phänomen ja auch erlebt, nachdem ich leider die letzte Stufe an der Treppe links und rechts beim Lokal mich unterhalten habe, nicht gesehen habe, mir den linken Oberschenkel dreifach gebrochen habe, sie in der Handgelenk auch, auch deshalb auch keine Krücken einsetzen konnte, weil es nicht ging. Und da gab sofort, ich habe es gar nicht gemerkt, der Professor Wagner, der mich in Mainz operierte, sagte, da steht überall in der Zeitung, Sie wären da betrunken gewesen, sonst was. Und wenn Sie als Notfall nachts in der Klinik eingeliefert werden, hat er mir erklärt, werden Sie automatisch auf Alkohol untersucht. Und ich habe amtlich bestätigt 0,0 Alkohol, ich habe gar nichts. Weil meine Frau sowieso zurzeit aus medizinischen Gründen gar keinen Alkohol trinkt. Und wenn ich mit ihr zusammen bin, trinke ich auch keinen, um es ihr leichter zu machen. Ja. Die trinkt nämlich ganz gern auch Wein. Wenn sie es nicht kann, will ich sie ihr leichter machen. Wenn wir zusammen sind, trinke ich dann auch keinen. Allein mache ich es anders, mit ihr mache ich es nicht. Und er brachte mir freundlicherweise noch aus dem Computer das Resultat 0,0.
Aber das hat einige Zeitungen nicht gehindert, breit zu berichterstatten. War so schön. Es war in Nackenheim in Mainz. Da gehe ich eigentlich fast jedes Jahr hin. Fröhliche Weinberg, Zuckmeier, weil es sehr typisch ist. Übrigens in Berlin war es ein Erfolg, in der Heimat, wo er herkommt. Nackenheim erst später nach dem Krieg. Aber typisch ist für die Mentalität. Und ich möchte gerne Freunden, Bekannten immer zeigen, wie wir gesehen werden, wie wir sind. Ich fühle mich da sehr zu Hause. Und deshalb wird dann sofort assoziiert, wenn sowas passiert. Und es war ganz einfach, ich gehe eine Treppe runter, letzte Stufe sah ich nicht, weil ich mich links und rechts lokal überfüllt mit Leuten unterhalten habe und fall dann hin, habe mich noch in der Gardine halten wollen, aber die war nicht fixiert, nur Dekoration, mit einem vollen Schwung auf massive Steinplatten geknallt. Deshalb ist der Unfall passiert. Aber sofort hatte ich ein Erlebnis, querbeet in vielen Zeitungen, volltrunken bei einem Weinereignis. Er hätte sich die Knochen gebrochen. Also, Sie liefen sofort ein Phänomen, was mit der Sache nichts zu tun hat. Sie liefen doch zu dem Zeitpunkt absolut auf Hochtouren, waren mittendrin in diesem Wahlkampf. Bestens vorbereitet, auch konditionell, habe mich ja auf die Endphase vorbereitet. Sie haben sich abtransportieren lassen und haben noch auf dieser Trage noch telefoniert. Ja, natürlich. Und auch dort. Wen haben Sie da angerufen? Termine absagen. Philipp Rösler? Nee, aber Mitarbeiter von mir. Aber der ist doch Arzt. Für nichts. Ja, der konnte mir aber auch nicht helfen in der Klinik in Mainz. Aber der ist Augenarzt. Das war ja auch ein Abenteuer, wenn Sie mit dreifach gebrochenen Oberschenkel dann mit dem Krankenwagen da dreiviertel Stunde was durch die Prärie gefahren werden. Wen rufen Sie da an? Ich habe Mitarbeiter angerufen, sie gebeten, der Veranstalter für den nächsten Tag, die erste war um 9 Uhr, die Veranstalter zu informieren, dass ich nicht kommen kann, dass ich einen Unfall hatte und zu versuchen, Ersatz zu finden, damit die Leute wenigstens Bescheid wissen. Das ist doch, merken Sie noch was, Herr Brüderle? An was? Merken Sie, wie wahnsinnig das ist? Ja, aber man liegt da mit dreifach gebrochenem Knochen. Ich wusste ja nicht, dass er dreifach gebrochen. Ich habe nur Schmerzen gehabt an der Arm und am Oberschenkel und habe dann überlegt, was musst du jetzt machen? Und ich hatte eigentlich noch die Hoffnung gehabt, die tun mich da irgendwie schienen und nächsten Morgen marschiere ich dann mit dem Krückstock los, mach weiter. Ich hatte noch nicht innerlich akzeptiert, dass ich da in der Klinik liegen muss. Ihre Frau hat Ihnen das Handy weggenommen? Aber erst nach einer gewissen Zeit. Ja. Ich habe die wichtigsten Telefonate erledigt. Und wir sind jetzt auch fast 40 Jahre zusammen und auch die Zeit verheiratet. Also man kennt sich da wechselseitig. Ein bisschen Toleranz war schon da. Ich konnte noch telefonieren. Und als ich dann da in dem OP-Saal war und mich der Arzt fragte, soll man sofort operieren oder morgen früh beim frischen Team, warb ich dafür, das frische Team zu nehmen. So. Mir war auch nicht bewusst, wie schwer die Verletzung war. Mhm. Erst als ich Narkose aufwachte, Professor Wagner sagte, Sie haben fast 4 Stunden an mir operiert, 3 Mann, war mir klar, dass was Schlimmes passiert ist. So, und ich habe das nicht sofort registriert. Denkt man dann, das zweite Szenario, denkt man das sofort mit? Also haben Sie das im Hinterkopf, nämlich all die schönen Schlagzeilen, die man daraus machen kann? An die Hals- und Beinbruch bei Rainer Brüderle. Gut, das kann ja noch originell sein, aber sofort das Negative unterstellen. Und das Zweite, das mit dem Alkohol. Haben Sie damit gerechnet, dass diese Schlagzeile kommt? Nein, das habe ich für ausgeschlossen gehalten, denn es gehört ja zur Lebensrealität, die Sie auch mit Freunden mal eine... Nee, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man ganz, finde ich, subtil und auch teilweise perfide genau dieses Bild von Ihnen gemalt und gezeichnet hat. Der Weinselige, der Mann, der die Weinköniginnen küsst und der deswegen immer nuschelt, weil er gerne mal einen über den Durst trinkt. Ja, also das Problem ist ja, ist eigentlich kein Problem, ich stehe auch dazu. Ich war 12 Jahre Minister in Rheinland-Pfalz. Davon war ich etwa 7 Jahre. Ich hatte ein Doppelressort Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Und als Weinbauminister musste auch für Wein werben. Das war der Job. Wir haben 80% des deutschen Weins in Rheinland-Pfalz. Und ich bekenne mich, ich esse gern, ich trinke gern, in Maßen dabei. Deswegen muss man da nicht Alkoholiker sein. Aber das ist nicht. Das, was da immer das mit... Das gehört zur Essenskultur. Aber das ist übrigens auch das Phänomen, was Helmut Kohl auch erlebt hat, wenn Sie aus der Anführungsstriche Provinz kommen, aus Mainz, sind dann in der Hauptstadt. Da meinen die ja alle, sie sind schlauer als wir aus der Provinz. Dabei haben wir schon 2000 Jahre Geschichte in Mainz. Hat doch keiner an Berlin gedacht. Da haben die anderen noch auf dem Baum gesessen. Natürlich, so ungefähr. Aber sie werden dann sofort eingestuft. Die kommen aus Mainz, das ist eine Weingegend. Als ob wir zum Frühstück schon Liter Wein trinken würde. Ich bekenne mich dazu, dass ich zum guten Essen gern auch ein Glas Wein trinke. Ist alles klar. Ist aber noch mal, das machen ja viele. Das machen die fast alle. Nein, es ist irgendwie auch eine... Wann ist dieses Bild entstanden? Wann wurde dieses Bild gezeichnet? Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, da gibt es etwas, das entgleitet mir, das habe ich nicht mehr in der Hand. Da wird ein Bild von mir gemalt und das bin ich gar nicht. Es war, als ich in die Bundespolitik ging. Ich habe als Landwirtschaftsminister auch, es gibt das sogenannte French Paradox, kennen Sie vielleicht auch, die Amerikaner haben entdeckt, dort die Gesellschaft für Herzärzte, dass ein regelmäßiger, moderater Weingenuss
gegen Plaquebildung in Herzkranzgefäße wirkt. Auch Olivenöl, also die Mittelmeerküche dabei. Und die Herzinfarkte bei Leuten, die so leben. Mhm. Und bei Rotwein ist noch, wenn ein Holzfass war, das Tannin, was länger leben. Dann haben Sie gesagt, ich will lange gesund bleiben, hoch die Tassen. Dann hat mich das nicht in Ruhe gelassen, weil Rheinland-Pfalz 80% Weißwein hat. Ist das so, Frau Doktor? Ist das so? Sie haben doch Ihren Doktor über Herzinfarkte aufgrund von Bakterien, die sich da irgendwie ansetzen. Nee, habe ich. Also es ging zwar. Was war denn das Thema Ihrer Doktorarbeit? Im Prinzip war es, den Titel nenne ich jetzt, oh Gott, GCSF-adjuvante Therapie bei verspätet revaskularisierten Herzinfarkt. Das verstehen wir beide nicht. So. Oh Gott, lang ist her. Aber im Prinzip geht es um Stammzelltherapie nach einem Herzinfarkt, also von adulten Stammzellen. Also das hat jetzt gar nichts in die Richtung zu tun. So, wie ging es bei Ihnen dann weiter, Herr Bruder? Also, und dann hatte ich in Freiburg Professor Keul damals untersuchen lassen, Langtest, ob Weißwein ähnlich wirkt. Weil wir 80% Weißwein haben. Und das heißt, Sie haben sich die Studie zurechtgesoffen. Kann man das so sagen? Nein, das fängt ja auch schon wieder an. Sondern wir haben über ein halbes Jahr untersucht, haben sich mehrere hundert Leute bereit gefunden, ob es ähnliche gesundheitspositive Wirkung hat, nämlich gegen die Plaquebildung, Herzkranzgefäße zu wirken. Schon klar. Und der Weißwein ist fast genauso, etwas weniger. Etwas weniger als Rotwein. Und das war eine wichtige Botschaft für mich, dass ich sage, auch wenn er Weißwein trinkt, ein bisschen weniger, aber es wirkt ähnlich. Trinken dafür, im Dienst der Wissenschaft, kann man mal machen. So aber trotzdem, es war ein Gutachten. Es war ein Gutachten. Sie waren die lebende Probe sozusagen. Nein, ich habe dir nur einen Auftrag gegeben. Ja, okay. Die lebende, wandelnde Weinprobe. Sie kommen also in die Bundespolitik und stellen plötzlich fest, da schraubt einer an diesem Bild. Was glauben Sie, woher sowas kommt? Na gut, da kommt jemand neu rein, der stört andere. Jemand, der auch in der Landespolitik in aller Bescheidenheit nicht ganz ohne Erfolg war. Und dann greift man jemand an und versucht, ihm was zu unterstellen. Eigene Partei oder politischer Gegner? Mehr der politische Gegner. Es gibt da auch einen gelegentlich mal einer. Überwiegend waren es politische Gegner. Aber es gibt heißt auch das mal, auch die eigene Partei? Gab es auch mal einen, der eine Bemerkung gemacht hat. Wer? Also da lassen wir jetzt weg. Kennen wir den? Möglicherweise. Aber war der schon mal hier? Vielleicht auch. War schon mal hier? Ein ehemaliger wichtiger Vorsitzender? Nein, war es nicht. Das ist ein anständiger Kerl, das ist ja selbst Mediziner und so weiter. Der war es wirklich nicht. Aber man führt den ein, er hat mit Weinkönigin Weltrekord gemacht. Das gehört ja alles auch zur Aufgabe dazu. Deshalb haben ja die Bürger mich gewählt und beauftragt für sie zu arbeiten. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Dass die Bürger sie gewählt haben, um Weinköniginnen zu küssen, das würde ich jetzt so verkürzt nicht sagen. Als Politiker auch meine Aufgabe für das Land Rheinland-Pfalz, wenn ich tätig war, wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Und dann wird es leicht in der Bundespolitik negativ damit eingestuft. Ich habe das auch im Bundestag oft erlebt, auch von der Regierungsbank. Wir waren ja 11 Jahre Opposition, kam dann die Bemerkung. Und ich habe ja auch kräftig ausgeteilt, deshalb kann ich auch einstecken. Naja, dann gehen Sie aufs Weinfest. Ich werde zu Hause allen Winzern sagen, wie ihr abfällig über unsere Winzer sprecht im Lande dabei. Da waren Sie wieder ruhig. Also insofern ist das, was man in Amerika kennt, Negative Campaigning, das man versucht, einfach nicht politischer Inhalt, sondern irgendwie ein Image jemand umzuhängen, um ihn dann in negatives Licht zu stellen. Mhm. Welche Rolle hat dabei dieses berühmt gewordene Nuscheln gespielt? Ich weiß gar nicht, ob ich so nuschle. Ich finde bin nicht. In Berlin geboren und kam mit meinen Eltern Ende der 40er Jahre, sind meine Eltern in die Pfalz übergesiedelt. Mein Vater war Pfälzer, meine Mutter Berlinerin. Und wenn sie dann als Kind in die Schule im Freundeskreis kommen und die sprechen alle ein bisschen Dialekt, als quasi Fremder, nehmen sie den Dialekt noch stärker an. Deshalb habe ich relativ stark, weil sie einer von denen sein wollen. So ist es. Mhm. Relativ stark Pfälzer Dialekt gesprochen und habe dann Richtung Abitur das verbessert, habe dann auch anständige Noten gehabt. Und ich war der erste Familie, Abitur gemacht hat und habe dann auch am Anfang so geschrieben, wie wir Pfälzer sprechen. Und es gab humorlose Lehrer, die haben das für falsch gehalten. Eine Stärke einer Sprache, dass man unterschiedliche Punkte dabei hat. Und das Pfälzische ist so, dass man ein bisschen Silben weglässt, dass man vereinfacht spricht. Das ist eine sehr moderne Sprache, eine verkürzte Sprache. Und habe mir aber dann abgewöhnt, dann auch im Dialekt zu sprechen und das wegzulassen. Aber auch das ist so ein Image. Mhm. Und bei der Heute-Show, die haben das ja dann künstlich gemacht. Ich habe dann irgendwas. Die haben das immer im Tempo verlangsamt. Wenn ich jetzt
Satz sage, heute ist schön, da haben sie ganz lang hingezogen, das keiner mehr verstehen kann. Sie können sich auf 5 Minuten ausdehnen, kommt alle 30 Sekunden ein Buchstabe. Und daraus ist dann dieses Image entstanden, ich würde nuscheln. Also ich habe mich bisher immer verständigen können. Wir schauen mal kurz rein, Herr Bruder, weil das wirklich interessant ist. Ein Auftritt im Morgenmagazin und da klangen Sie so. Hast du das vorher schon verstanden oder brauchtest du die Untertitel? Ich brauchte den Untertitel. Haben Sie es verstanden, Herr Feldmann? Sie leben ja in Berlin. Ja, ich spreche leider auch kein Berlinerisch so richtig. Aber, das war auch nicht Berlinerisch. Aber die Untertitel haben geholfen. Ja. Gut, ich bestreite, dass diese Untertitel helfen tatsächlich. Aber ging das da an dem Punkt los? Und die Frage ist, deswegen reden wir auch so ausführlich über dieses Bild, das da plötzlich von Ihnen entstanden ist, im Zusammenhang auch mit dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass da irgendwann was gekippt ist, dass Sie dann wirklich man könnte positiv formuliert sagen, Kultfigur, man könnte aber auch sagen, Witzfigur gemacht hat. Das Risiko ist drin, aber es war immer mein Bemühen, ich wollte mich nicht künstlich geben, sondern ich wollte sein, wie ich bin. Und ich bin ja relativ spät in die Bundespolitik gekommen, weil ich war 12 Jahre Bürgermeister in Mainz, Beigeordneter für Wirtschaftsfragen und dann 12 Jahre Landesminister und bin erst 98 in die Bundespolitik gekommen, also schon im mittleren Alter quasi. Und es war für mich völlig klar, ich werde kein anderer Typ, ich stelle mich nicht um. Und ich habe auch eine Aversion, das ist sehr persönlich, gegen diese aalglatten Typen. Die kommen direkt aus dem Hörsaal, in den Parlamentssaal. Die waren nie im Leben draußen. Sie meinen Ihre jungen FDP-Kollegen? Es gibt querbeet über alle Parteien, diese Phänomene. Sie kennen ja auch meinen Freund Wolfgang Kubicki, auch ein bisschen Typ zu sein. Und ich möchte mich nicht völlig verstellen. Ich möchte mich nicht glattschleifen lassen. Und wenn ich ein bisschen eigenartig spreche, dann bleibe ich dabei. Wer mich nicht mag, dann guckt er halt weg. Wurde Ihnen dieses Bild des... Dieses Bild des nuschelnden Alkoholikers, der jetzt schon an einer nicht befestigten Gardine über seine eigenen Füße stolpert. Wann wurde Ihnen das zum ersten Mal klar, dass es dieses Bild so gibt? Also eigentlich erst durch das Gespräch mit dem Professor Wagner, der mich operiert hatte. Ich habe ja da auch im Bett keine Zeitung lesen können, war ja immobil auch, wenn man da drin liegt, kann sich ja nicht bewegen. Und habe auch keine Zeitung gelesen, auch keinen Nerv gehabt, wenn sie dann nach so einer schweren Operation wach wären, dann haben sie wenig Wunsch, Zeitungen zu lesen. Ich habe ein bisschen Internet rumgespielt, im Handy dabei, sonst nichts. Und er mir sichtlich selbst empörter berichtete von Zeitungen, die da schreiben, dass ich da irgendwie bedruckt, da tätig wäre. Das hat mich, ich sage es ganz ehrlich, ein Stück verletzt, weil es völlig abwegig war. Und da wird auch nichts recherchiert, da wird auch nicht nachgefragt, nichts. Es wird einfach geschrieben. Und es war leider auch im Wahlkampf, ich sage das so, eine geradezu zum Teil eine Vernichtungssehnsucht gegen FDP, vielleicht auch gegen mich. Gestern Abend gab es eine Sendung von Blasberg, Hart aber fair, also vor ein paar Tagen, wenn man den Sendetermin sieht. Und dann war da auch eine frühere Chefredakteurin einer Zeitung, eher ein bisschen links außen orientiert. Bascha Mika. Ja, die ihre Freude geradezu inszenierte, dass es uns im Bundestag derzeit nicht gibt. Ich meine, ist klar, man kann verlieren. Man fällt mal auf die Schnauze. Aber das Normalverhalten selbst von Tieren, was ist, wenn einer die Schlagader zeigt, beißen die nicht zu. Wenn einer drunter liegt, muss man nicht noch nachtreten. Da muss ich eine Chance geben. Ja. Nochmal, Herr Brüderle, dieses Bild. Ich habe das eben gerade sehr zugespitzt formuliert. Ne? Ich sage ja gar nicht, dass das Tatsachen entspricht, sondern dieses Bild gab es plötzlich. Hat das dann auch Tür und Tor geöffnet für das, was danach losging? Dieser unglaubliche Sturm der Empörung, teilweise fast organisierte Empörung, teilweise auch berechtigte Empörung. Es gibt ja nach wie vor viel Sexismus in dieser Gesellschaft. Die Debatte war ganz ohne Frage auch mal notwendig und überfällig vielleicht sogar. Aber Sie waren definitiv, und das sagen viele, die das relativ neutral beobachten, die falsche Person. Sie waren sozusagen der falsche Fall. Hat das in Kombination mit dem Alkohol dazu geführt, dass man sie dann irgendwann nicht mehr so ernst genommen hat, wie man sie hätte nehmen müssen? Es gab beide Phänomene. Es gab einerseits auch
viele auch bei Auftritten, bei Veranstaltungen, die also sehr leidenschaftlich Beifall geklatscht haben und mich unterstützt haben. Es gab auch dieses Phänomen. Es kam ja zusammen, dass die FDP ohnehin in ein Stück, sag mal, man hat Misskredit geraten war, was auch viele Ursachen hatte. Mhm. Ich glaube auch, dass die Bayernwahl der Woche zuvor, wo man 5 Jahre erfolgreich regiert hatte, damals, ist ja nicht nur die CSU, wir haben ja auch mit 2 Ministern, gerade im Wirtschaftssektor sehr nachhaltig gewirkt, da kam man mit 3,3% raus. Eine Woche vor der Bundestagswahl. Das haut natürlich gewaltig rein. Ich habe diese Veranstaltung gemerkt. Da war die Resonanz reduziert. Es war praktisch viel abgeschnitten. Aber nochmal, Ihre persönliche Kraft, Herr Buderle, also gestürzt. Sie haben gar keine Zeit, in die Reha zu gehen. Sie haben sich keine Ruhe gegönnt. Sie haben das Ding einfach brachial durchgezogen. Ja. Haben dieses Imageproblem im Hinterkopf. Woher nimmt man dann die Kraft, da rauszugehen und zu sagen, jetzt motiviere ich alle, FDP zu wählen? Ich war von meiner Sache überzeugt. Von Sie hatten nie den Gedanken, ich schmeiße jetzt hin? Nein, den hatte ich nie gehabt. Und ehrlich? Ehrlich. Auch mit Ihrer Frau nie darüber gesprochen? Meine Frau hat, als es passiert war, gesagt, willst du jetzt nicht aufgeben? Sag ich, gebe nicht auf. Sondern jetzt erst recht. Und das war, viele Veranstaltungen, sage ich jetzt auch so offen, konnte ich nur in der Schmerzen absolvieren. Weiß die Ärztin besser. Ich hatte nach wenigen Tagen Allergie gegen Schmerzmittel bekommen. Ganzkörperallergie. Und wenn man dann Cortison nimmt, gibt nichts anderes, um das runterzuhauen, ist der Wundheilungsprozess und auch der Knochenheilungsprozess verlangsamt dabei. Und das war die Alternative. Ich wollte möglichst schnell raus, wollte meine Pflicht im Wahlkampf erfüllen und habe dann praktisch verzichtet, die Schmerzmittel zu nehmen. Und das waren die schlimmsten Tage, wenn man da ohne Schmerzmittel praktisch mit den Knochenschmerzen da rumliegt. Und gebe jetzt zu, damals hätte ich es nicht gesagt, hätte ich viele Veranstaltungen. Und ich bin ja auch nicht mit Krücken aufgetreten. Wir hatten da Sie haben diese Bilder bewusst Slogan, vermieden. Ja, damit Deutschland stärker wird. Warum und dann kommt der Spitzenkandidat mit 2 Krücken rein. Weil es sofort bundesweit die ganze, nicht nur uns feindlich gesinnte Reaktionen gehabt hätten. Aber das ist doch Wahnsinn. Aber was ist denn das für ein Menschenbild, Herr Brüderle? Ja, aber es wenn ist man, leider wenn man, ein wenn man, Stück der Realität. Ich glaube, dass ich sofort Gegenstand von voller Häme gewesen wäre, neben dem Plakat, Deutschland muss stärker werden. Da steht der Spitzenkandidat mit 2 Krücken. Kann nur bedingt laufen. Ich habe die Zähne zusammengebissen, war auch zum Teil sehr fair, etwa bei den Sommerinterviews, ARD wie ZDF, dass sie mir die Chance gegeben haben. Ich saß denn im Sessel, als die Sendung begann und mir erspart haben, denn weil ich das linke Handgelenk kaputt hatte, hatte ich linkse T-Krücke, so eine amerikanische unter der Schulter und rechts eine normale. Und dann gehen Sie mal mit 2 unterschiedlichen Krückensystemen eine Treppe rauf oder runter. Das ist fast unmöglich, jedenfalls sauschwer. Es zu machen. Da habe ich die Zähne zusammengebissen, manche Veranstaltungen nur in der Schmerzen absolvieren können und habe immerhin noch gegen 150, 200 Termine in den 6 Wochen wahrgenommen, bis Samstagabends vor der Wahl noch bei Raab in seiner Sendung abends noch in Köln das absolviert. Gut, bis nach Mitternacht. Selber schuld. Und ja, klar, ja. Rückblickend vielleicht, aber ich wollte da einfach nicht kneifen. Das war meine Verantwortung. Ich habe mich nicht da gedrängt. Ich wollte weder Parteivorsitzender werden, noch habe ich auch Spitzenkandidaten gedrängt. Ich habe das akzeptiert und dann fühle ich die Aufgabe. Und Schmerzen kann man auch durchstehen, du und andere auch. Das erzieht trotzdem noch mal die Frage, wie sehr hat man im Hinterkopf, Moment, die sehen mich jetzt so, die sehen da einen Menschen, der möglicherweise zu viel trinkt und eine Sexismusdebatte habe ich auch an der Hacke. Ich habe eine junge Frau belästigt. Ja, ich hatte ja ein reines Gewissen. Und man darf auch nicht einfach sich damit, denn wäre das Ziel ja für manche Äußerungen erfüllt gewesen, wenn man hinschmeißt oder resigniert. Nein, im Gegenteil. Das hat eher mein Willen, das durchzustehen, gestärkt. Ich bin kein Typ, der kneift. Und es war eine extrem schwierige Situation. Denn es ist ja nicht nur die körperliche Schwäche, wenn Sie so eine schwere Operation hinter sich haben, sondern Sie sind auch mental beschwert natürlich von der Situation. Aber dann sitzen Sie in diesen Interviews, Herr Brüderle, in jedem Interview, immer wieder. Und trotzdem, Sie wissen genau, irgendwann kommt der Moment, dann kommt die Frage. Dann kommt die Frage nach dem Herrenwitz. Ich sag mal, wenn man da nicht mit umgehen kann, man muss ja nicht auf jede Frage eine Antwort geben, das ist das gute Recht dabei. Aber wenn Sie nicht antworten, werden das draußen Menschen wie ein Schuldeingeständnis werden. Ja, und sonst werden, wie sie wollen. Aber ich muss auch das Recht haben, Erfahrungs- und Meinungsäußerung gehört auch zu, auch zu bestimmten Fragen sich nicht zu äußern. Und es wäre gegen meine innere Überzeugung gegangen, nach meinem Selbstverständnis, wenn ich aufgegeben hätte, sondern ich wollte bis zur letzten Minute durchkämpfen, habe es auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Woche durchgehalten hätte, denn wirklich die Kraftreserven waren weitgehend aufgeschert. Mehr konnte ich einfach physisch nicht mehr. Ich habe tageweise 3
und 4 Veranstaltungen gemacht, wo ich aufgetreten bin, wo man redet. Ich habe es ja Gesamtdeutschland gemacht, bei jedem Bundesland, mindestens mit einer größeren Veranstaltung. Und das habe ich auch durchgehalten. Es hat auch den starken Willen, auch wenn ich nur 4-5 Stunden pro Nacht Zeit hatte zum Schlafen, es zu machen. Haben Sie jemals gedacht, Politik ist unmenschlich? Heide Simonis ist mit einer Krebserkrankung aufgetreten. Die hat ihren Tropf verborgen, der da noch dran hing teilweise. Ja, Chemotherapie. Aber man muss es ja nicht machen. Warum in die Politik Sie? Gehen. Mir hat es immer Spaß gemacht. Ich habe das seit über 40 Jahren gemacht. Doch, mir hat Politik im Prinzip immer Spaß gemacht. Im Prinzip. Ich habe das gern gemacht. Ich habe mich als Kind schon immer für Geschichte, Biografien. Geschichte ist für mich die Politik von gestern interessiert. Ich wolle das immer. Jetzt hatte ich die Chance. Ich war auch sehr gern Bundeswirtschaftsminister. Ich habe darauf verzichtet. Ja, darauf verzichtet. Wie schwer ist Ihnen das gefallen? Sehr schwer. Sie haben den Bundeswirtschaftsminister an Philipp Rösler, den neuen Vorsitzenden, abgeben müssen? Nee, müssen nicht. Ich hätte auch kämpfen können. Aber wir Sie wollten haben mal gesagt, da wäre es blutig geworden. Ja, ich wollte ja eine neue Aufstellung, ist ja kein Wunschkonzertpolitik. Und die Partei, die meiner Philosophie, meiner Vorstellung am nächsten kam, die FDP, deshalb bin ich jetzt Mitglied seit vielen Jahren, es sollte nicht kaputt gehen. Und es war der Gedanke, mit neuen Leuten, Rochade, den Turnaround zu schaffen. Leider hat es ja nicht funktioniert. Es wurde nicht besser. Dann kam ja die Konstellation, wo ich dann nochmal der Spitzenkandidat mit reinspringen musste, um so, zu versuchen, es hinzukriegen. Und Sie hatten noch eine Chance? Ich hatte noch eine Chance, aber noch eine Verantwortung dabei. Aber Sie hatten eine ganz große Chance. Ja, die haben Sie ausgelassen. Kurz nach der Niedersachsenwahl. Das war nicht mein Ziel. Muss man einmal kurz erklären. Nach der Niedersachsenwahl war es plötzlich so, dass. Oder anders. Die Ausgangssituation war, wenn die FDP in Niedersachsen nicht reinkommt, ist Philipp Rösler als Parteivorsitzender Geschichte. Wenn er es knapp schafft, ist er dennoch Geschichte. Wenn er es richtig überzeugend schafft, und es waren dann mehr als 9%, wenn ich das richtig erinnere. 9,9, ja. Dann haben Sie oder die Partei ein Problem, dann kann man nicht an einen erfolgreichen Vorsitzenden absägen. Das war die Ausgangssituation. Aber unabhängig davon war es mein Ziel nicht, auch im mittleren Lebensalter, in dem ich jetzt schon bin, das muss ich ja eingestehen, Parteivorsitzender zu werden. Es war auch nicht mein Ziel, Spitzenkandidat zu werden. Aber ich habe mich in die Verantwortung nehmen lassen in einer schwierigen Situation meiner Partei. Warum haben Sie es nicht gemacht? Weil ich überzeugt war, dass eine Teamlösung die bessere ist. Das war nicht mein Ziel. Es gab Leute innerhalb der eigenen Partei, die Sie massiv gedrängt haben, das zu machen. Trotzdem muss man selbst die Entscheidung verantworten und sie selbst treffen. Und ich habe sie getroffen, dass ich sage, okay, ich bin bereit, Spitzenkandidat zu machen. War das ein Fehler? Ich glaube, dass ich damals richtig mich entschieden habe. Viele haben Ihnen das als Schwäche ausgelegt. Mag alles sein. Philipp Rösler hat sich mir gegenüber absolut fair und anständig verhalten. Aber Sie müssen doch die Partei im Blick haben. Ich habe natürlich auch die Partei im Blick dabei. Und da spielt ja auch eine Rolle, was ich eben sagte. Der Mann kommt mit 10% Ergebnis der Landtagswahl raus. Er hat sich mir gegenüber absolut fair und korrekt verhalten. Hätten Sie durchgezogen, wenn es 5,6% gewesen wären? Wahrscheinlich nicht, denn meine Ambition war es nicht. Ich habe mich in der Pflicht gesehen, bin so lange der Verein dabei, hatte eine Schlüsselposition als Fraktionsvorsitzender, mit an die Front zu gehen quasi, um den Dreh zu schaffen, dass wir wieder Bundestag reinkommen. Was war das für eine Situation? Nicht, haben Sie beide sich, was haben Sie beide sich unter vier Augen ausgesprochen darüber? Mehrfach, ja. Am Tag nach der Wahl? Auch nach dem Tag der Wahl. Wir waren immer im engen Gespräch miteinander. Und das war dann meine Entscheidung, eine Abwägung aller Aspekte. Und es gibt Leute in Ihrer Partei, hochrangige Mitglieder, Menschen, die sehr einflussreich waren, die sagen, ich habe Rainer Brüderle immer wieder gefragt, warum bist du nicht gesprungen? Warum hast du nicht nach diesem Parteivorsitz gegriffen? Ja. Und ich habe bis heute keine vernünftige Antwort darauf. Ja, weiß ich, die Sendung habe ich auch gesehen bei Ihnen. Aber trotzdem bleibt es dabei. Am Schluss muss man selbst entscheiden, kann dann keiner abnehmen. Hat Ihnen Philipp Rösler leid getan? Und das ist eine Abwägung von vielen Faktoren. Und, ich habe mich persönlich damals entschieden, ja, ich lasse mich die Pflicht nehmen, Spitzenkandidat, Parteivorsitzender nein. Machen Sie jetzt, Herr Brüderle. Wolfgang Bosbach, und auch da sieht man, wie unglaublich hart dieses politische Geschäft ist. Wolfgang Bosbach leidet an einer Krebserkrankung. Seine Familie würde sich wahrscheinlich freuen, wenn er mehr Zeit mit ihr verbringen würde, weil er den Rest seines Lebens schon eigentlich nur für die Politik da war. Macht trotzdem weiter und sagt, ich gehe nicht mit einer Niederlage aus meinem Landesverband sozusagen. Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Bis 2017 also ich weitermachen? Ich verstehe ihn sehr gut. Wolfgang Bosbach ist auch ein guter Freund von mir. Und das spricht ja für ihn, dass man bis zum Schluss seine Aufgabe erfüllt. Ich bin Protestant. Da ist Luthers Bild
Wenn es der letzte Tag wäre, würde ich noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Durchaus das, was auch religiös fundamentiert ist, auch meine Lebenseinstellung. Am letzten Tag würde ich noch einen Apfelbaum pflanzen. Nein, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe jetzt verschärfte Reha gemacht, das dreimal so anstrengend ist, weil man es in der entscheidenden Zeit, wo es geboten wäre, nicht machen konnte. Deshalb ist jetzt ein bisschen mehr Arbeit. Bis man die Muskeln am Becken wieder alle auftrainiert hat, braucht man mehr Zeit. Und werde dann mit meiner Frau Urlaub machen, mal ein bisschen wegfahren, ein bisschen den Kopf freikriegen. Und danach werde ich mich sortieren. Für mich ist entscheidend, ich suche keinen Job, sondern entscheidend, dass ich mich intellektuell auch fordere. Ich will da nicht geistig abhauen. Fällt man in ein Loch? Claudia Roth saß neulich hier und sagte, fand ich eine sehr ehrliche Aussage, noch nie so gehört in der Deutlichkeit von einem Spitzenpolitiker, die sagte, wenn du plötzlich nicht mehr Parteichefin bist, dann sitzt du da abends zu Hause, es wird Sonntagabend, es wird 20 Uhr, kommt der Tatort und dann guckst du und denkst, jetzt müsste doch mal einer anrufen, jetzt müsste doch mal was passieren, aber es meldet sich keiner. Und dann schaust du, gibt es da Termine, Montagmorgen gibt es keine Termine und dann fällst du ins Loch. Also ich bin ein bisschen abgehärteter, weil ich das ja schon mehrfach erlebt habe in meinem politischen Leben, als ich damals den Landesminister niedergelegt habe. Ich wurde nie abgewählt, hätte noch fast 4 Jahre weitermachen können. Und wurde nur anführungsstriche Bundesvorsitzender. Dann war das sehr schnell auch stiller. Das ist so. Auch bei manchen Verbänden, die fast täglich sich bemüht haben, Termin zu kriegen, um ihre übergeordneten anführungsstriche Interessen darzulegen, kamste kaum noch an den Präsidenten oder Hauptgeschäftsführer durch. Das habe ich schon mal erlebt. Das hat sich denn geändert. Als Oppositionspolitiker arbeitest du viel für einen Papierkorb. Habe ich auch erlebt. Wenn du dann in der Regierung bist, kommen die gleichen, die angeblich immer liberal waren, immer deine Freunde haben, um ihre Interessen als Allgemeingut zu verkaufen. Das ist Teil des Phänomens. Das kann, wie bei Claudia Roth geschildert, wehtun. Aber man muss als Politiker mit der Realität leben. Das ist so, das ist zeitlich begrenzt. In der Demokratie, man hat Zeit, ein Stück Gestaltungsmacht oder Möglichkeit dabei. Und irgendwann ist sie begrenzt, da muss man mit klar werden und muss sich dann neu einfinden. Also ich habe mich in meinem Kreisverband zurückgemeldet an der Basis und werde auch denen dabei helfen. Bin Ehrenvorsitzender Rheinland-Pfalz, werde auch dem Landesverband helfen bei den nächsten Wahlen. Aber Sie hätten sich einen schönen Ruhestand verdient, Herr Brüderle. Ja, das ist, bin ich der Typ. Ich kann auch keinen Strandurlaub machen. Wenn wir da irgendwo am Strand wären, nach 3 Tagen bin ich wieder unterwegs, muss irgendwas machen. Ich kann da nicht ruhig auf der Liege da in der Sonne machen. Erstmal ist es ungesund, zweitens mag ich es nicht. Außerdem ist die Sonne warm, mag es lieber kühl. Also der Typ bin ich nicht. Und ich muss irgendwas machen, was irgendwie aus meiner Sicht sinnvoll ist. Zurzeit habe ich zu Hause, wenn Sie wollen, Strafarbeiten. Weil meine Frau sagt, jetzt hast du ja mehr Zeit, jetzt kannst du endlich mal dein Zimmer, mein Büro ist im Keller, aufräumen. Sie wohnen im Keller? Ich wohne nicht im Keller, aber ich habe mein Büro im Keller. Sie arbeiten im Keller? Und ich ertrage nicht so einen geleckten Schreibtisch, wo nichts drauf ist. Ich arbeite am Schreibtisch, meine Arbeitsstätte, da liegt ein Stab, da liegt ein Stab, Jahre Höhe, aber ich weiß genau, wo was liegt. Da darf auch keiner mein Zimmer sauber machen. Wenn es notwendig ist, mache ich es selbst. Und so hat sich über Jahre viel angesammelt. Und wir haben noch eine einzige Wohnung, die wird geräumt. Es gibt mein neues Büro, wo ich da reinkomme. Aber ich hasse das eigentlich auch, diese Kisten aufzubauen. Vom letzten Umzug von vor 12 Jahren habe ich noch über 100 Kisten im Keller stehen. Die muss ich jetzt alle aufräumen. Das ist die härteste Kehrseite des neuen Schicksals. Ich freue mich aber, dass Sie das sehr humorig betrachten, war eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Eine allerletzte Frage habe ich noch an Sie, Herr Brüderle. Wo sind Sie verletzter? Am Bein, an der Hand oder dann doch an der Seele? Halb und halb. Das Bein wird heilen. Ich hoffe, das andere auch. Das Bein wird heilen. Ja. Wenn Sie irgendwann mal, Herr Brüderle, es war ein sehr aufrichtiges, gutes Gespräch, fand ich, wenn Sie irgendwann mal so weit sind, auch über das andere mal zu sprechen. Ich glaube, irgendwann wird man das mal erklären müssen. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier in dieser Sendung wiedersehen. Nimm das als Angebot. Ist ein Wort. Okay. Christine Theiss ist bei uns. Und ich muss direkt rein mit der harten Frage, wie sehr schmerzt noch diese Niederlage vom 7. Juni, vom Sommer diesen Jahres? Wie sehr tut das noch weh? Also die Niederlage war, ich bin Sportler und Niederlagen gehören dazu. Aber Sportler, der immer gewonnen hat.
Ja, aber nichtsdestotrotz. Da gehören doch Niederlagen nicht dazu. Und natürlich gehe ich in den Kampf rein und sage, ich gewinne. Das, die Einstellung muss ich haben. Also wenn ich mir vorher schon Gedanken mache, also oh, was mache ich, wenn ich verliere oder vielleicht eventuell gewinne ich, dann funktioniert das nicht. Absolut, also ich das muss, ist das FDP-Syndrom. Genau. Das hatten die auch bis zum Schluss, haben die fest daran geglaubt. Müssen sie auch. Also man muss dran glauben. Also wenn ich selbst nicht dran glaube, wer dann? Ist klar, ist nachvollziehbar. Also sprich, natürlich sage ich vorher, ich gewinne. Aber nichtsdestotrotz wusste ich als Sportler ja immer, dass eine Niederlage passieren kann. Mhm. Und, hat man das wirklich im, ganz tief drin, irgendwo im Hinterkopf, dass man sagt, es könnte heute passieren, ich gehe da rein? Vor dem Kampf denke ich wirklich nicht dran. Aber so abstrakt weiß ich das immer, dass sowas passieren kann. Und gerade beim Kampfsport, also da, die Möglichkeit besteht immer. Das hast du es so gespürt an einem Punkt dieses Kampfes, das könnte heute Abend anders ausgehen? Ja, also bis zur vierten Runde habe ich ja geführt, bis zur vierten Runde lief es gut und dann in der fünften habe ich einen Haken nicht kommen sehen. Also es war ein technischer Fehler von mir. Ich war vom Gewicht her zu weit vorne gestanden und habe gleichzeitig die Deckung zu tief gehabt. Sie war halt deutlich kleiner als ich und dann fängt man automatisch an, nach und nach die Deckung fallen zu lassen, weil man ja nach unten fixiert den Blick. Und dadurch habe ich aber mit meiner eigenen Faust, die zu tief hing, ihren Schlag, also die Sichtachse war verdeckt und ich habe den Schlag null kommen sehen. Also plötzlich lag ich auf dem Boden und ich wusste erst hinterher, nachdem ich das Video gesehen habe, was überhaupt passiert ist. Also wir schauen da mal kurz rein. Es sind Bilder von einer gewissen Härte und Brutalität auch. Es geht um diesen Kampf gegen Olga Stavrova, eine Russin. Und genau morgen wird es die Revanche für diesen Kampf geben bei den Kollegen von Sat.1, 23.15 Uhr. Und das ist die Vorgeschichte zu dem, was morgen stattfindet. Schauen Sie mal. Und was Sie zu Hause jetzt nicht gesehen haben, du bist eben noch mal richtig zurückgezuckt. Der kam noch mal. Ja, das habe ich nie mitgekriegt. Weißt du noch irgendwas von diesem Kampf? Also ich, nee, nicht wirklich. Also ich weiß noch, dass ich in der Runde danach noch einen Kopfstoß abgekriegt habe. Das ist hier ein Cut, der musste mit 6 Stichen genäht werden. Das weiß ich noch. Und weil ich dann auch zum Kampfrichter meinte, es war ein Kopfstoß. Also es hat überhaupt keiner reagiert. Das war keine Faust, das war ein Kopfstoß. Und er meinte, ja, hat es gesehen, aber war keine Absicht. Okay, das ist eine gute Begründung. Das weiß ich noch. Ansonsten weiß ich tatsächlich, das war nur so ein Überlebenskampf. Ich weiß halt, dass ich halt nur irgendwie versucht habe, mich da durchzubeißen. Und ich wollte halt unbedingt bis zum Schluss kämpfen. Ich wollte unbedingt das durchziehen. Und erinnerst du dich an den Moment, du stehst ja dann einfach wieder auf und ja, irgendwie bin ich da noch aufgestanden, genau. Und das war halt dann auch das Problem, wenn dann die Reaktionsgeschwindigkeit fehlt und sie ist einfach jemand, wo du Beinarbeit brauchst und wo du rausgehen musst. Und ja, aber wenn du gleichzeitig damit zu tun hast, dass du die Beine nicht wegknicken, dann bist du einfach nicht mehr schnell genug. Und dann habe ich noch etliche. Wie nimmt man das denn wahr? Was passiert in deinem Kopf? Das läuft alles wirklich unbewusst ab. In Watte? Also, hört man da noch was? Man hört schon noch was, das ja, aber man kann es nicht immer gezielt umsetzen. Also so Deckung hoch, ja, aber bis sie dann oben ist. Alles so retardiert. Ja, es ist wirklich alles retardiert. Du hast dieses Bild bemüht, hast gesagt, es ist wie 3,5 Promille. Jetzt nehme ich ja an, dass so du gar nicht weißt, wie viel 3,5 Promille ich hoffe nicht. Nee, also tatsächlich ich, sind. Das ist ja auch eine Alkoholvergiftung, ich hoffe nicht, eine veritable. Dass ich das weiß. Aber ungefähr so muss das sein. Also, das ist ja doch schon so ein bisschen. Ab und zu hat man das, wenn man zu viel trinkt und bewegt den Kopf. Und dann ist der Kopf schon da und dann kommt das Bild. Kennt das jemand? Also nein, hier keiner. Nein, definitiv nicht. Aber ich habe das früher mal bemüht und dann wusste ich immer, jetzt solltest du aufhören zu trinken, damit das Bild wieder genauso schnell wird wie der Kopf. Und, aber so war das in diesem Kampf. Also es war alles verlangsamt. Und man sieht, da kommt was, aber man kann einfach nicht reagieren. Man sieht, da kommt jetzt gerade eine Faust auf dich zu. Und da ist sie dann. Wie oft ist dir das in deiner Karriere schon passiert? Das war das erste Mal. Dass du wirklich zu Boden gegangen bist? Ja. Ist das ein Schock? Hinterher? Nein, ich weiß nicht. Irgendwie war das für mich. Für mich war der Niederschlag nicht so schlimm wie die Reaktionen. Also es wird dann auch, Sie kennen das, welche Reaktion? Sehr viel Häme über einen drüber gekippt. Anonym? Ja, oder Facebook. Also so ins Gesicht sagen tut einem das natürlich keiner.
Was steht da? Das tut dann mehr weh, ja. Arrogante Kuh, endlich hast du ein Maul bekommen, du kannst eh nichts. Nur FD, also oder viel auf dem Level. Und das tut schon weh. Also, wo ich mir denke, Leute, ich habe eine Niederlage gehabt, ja, das ist passiert. Da muss ich jetzt meine Konsequenz draus ziehen. Ich muss sie analysieren, die Niederlage. Ich muss schauen, was ich anders machen kann. Aber das ist kein Grund für Häme. Und, nochmal verbal nachzutreten. Herr Brüderle, Sie und Philipp Rösler haben Ihre Facebook-Accounts lahmgelegt, stillgelegt vorübergehend. Gut, das war ja gepflegt von der Bundespartei. Ich habe selbst das gar nicht gemacht. Aber das musste lahmgelegt werden oder stillgelegt werden? Ja, ja. Warum? Weil unerträgliche Äußerungen da registriert wurden. Die konnten wir dann einfach nicht mehr akzeptieren. Das ist hart, dieses anonyme Bashen eigentlich von Leuten, die einem ja zugetan sein sollten. Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, über das ich mich so manches Mal wundere. Wenn ich auf eine Seite gehe und drücke, gefällt mir, dann denkt man doch eigentlich, derjenige gefällt mir. Oder wie auch immer, oder ich drücke meine Zustimmung aus. Aber die Leute drücken, gefällt mir, damit sie dann losdissen können. Und dann denke ich mir, das ist doch komisch. Also das ist so eine Art und Weise, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich käme überhaupt nicht auf die Idee. Also selbst wenn... Ich finde auch manche Leute nicht toll, aber dann, ich käme nicht auf die Idee, dann auf deren Seite zu gehen und das öffentlich hinzuschreiben. Aber das ist so und man steht in der Öffentlichkeit und man muss auch damit leben. Das sehe ich auch so, aber man muss sich wirklich dran gewöhnen und das tut manche Male weh. Das muss man einfach sagen. Ja, ich finde eben nicht, dass man eigentlich damit leben muss. Ich finde, dass es mal um die Frage geht, wie man Regeln des Zusammenseins irgendwann mal definiert oder nicht. Ist das der Grund, warum du sagst, das ist erstens mein letzter Kampf und zweitens, ich will unbedingt Revanche für diese Geschichte? Die Revanche will ich für mich selber. Also das hat jetzt auch nichts mit Olga persönlich zu tun, weil sie hat ja nur das getan, warum sie nach Deutschland gekommen ist. Sie wollte gewinnen und sie hat gewonnen. Also das ist jetzt überhaupt nichts Persönliches zwischen uns beiden. Sondern aber auch den Leuten zu zeigen, also diesen Menschen, die diese Häme verbreiten, auch zu sagen, pass mal auf, ich kann das. Sicherlich auch eine Motivation, das gebe ich schon zu. Also in erster Linie ist es für mich selber. Mhm. Ich mache diesen Sport seit, im Januar sind es dann 26 Jahre. Ich liebe diesen Sport. Ich habe alles dafür gegeben. Ich habe mein ganzes Leben danach gerichtet. Es wird mein letzter. Warum? Weil ich zu einem Zeitpunkt aufhören wollte, wo ich das bestimme. Wo ich von meinem Herzen her sage, es ist Schluss. Mhm. Und wo nicht mein Körper sagt, ey, teile sie mal bitte auf. Ja? Ich möchte zu einem Zeitpunkt aufhören, wo ich noch fit bin. Wo es auf der einen Seite wehtut. Und auf der anderen Seite schön ist, dass ich aufhöre. Und das ist so. Ich merke das in den letzten Wochen. Ich freue mich unglaublich drauf, aufzuhören. Ich freue mich auf die Flexibilität, die ich kommen wird. Man könnte sagen, du bist froh, dass es vorbei ist? Ja, zum einen und zum anderen werde ich es vermissen. Und zum anderen tut es unglaublich weh. Und ich werde wahrscheinlich Rotz und Wasser heulen. Aber genau diesen Zeitpunkt wollte ich erwischen. Du hast mal gesagt, vor dem Kampf ist mein Körper ein Kunstprodukt. Ja. Was heißt das? Ein Kunstprodukt, als dass ich... also ich kriege halt oft Zuschriften von Mädels, die schreiben, ich will so ausschauen wie du. Wo ich dann sage, nee, also den Aufwand ist es nicht wert. Also ich bin sehr durchtrainiert. Ich bin jetzt auch vom Gewicht her relativ weit unten. Ich habe jetzt gerade 61. Das bei einer heißt, Größe von? 1,75 Meter. Mhm. Model würde sie jetzt tot umfallen, aber ich habe natürlich noch Muskelmasse. Ja, genau. Also, wie viel Prozent Körperfett? Keine Ahnung, nie gemessen. Ist ja auch nur eine Zahl. Also 0,3. Nee. Wir Frauen haben schon immer noch mehr Fett. Aber wenn man so trainiert ist, das heißt, aber das finde ich einen interessanten Gedanken. Also da tritt jemand auf, so wie du, zeigt auch seinen Körper, kokettiert auch damit. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir geführt haben, als du sagtest, je kürzer der Rock, desto höher die Einschaltquote. Mhm. So schlicht und banal und pragmatisch sehe ich das. Mhm. Finde, es ist auch legitim, weil es auch um Attraktivität geht, die da verkauft wird. Aber auf der anderen Seite natürlich etwas Überdenkenswertes. Und wenn die Konsequenz dann daraus ist, dass da junge Frauen vorm Fernseher sitzen und sagen, genau so wie die jetzt ist, genau so würde ich auch gerne aussehen. Ja, deswegen sage ich immer, das ist ein Kunstprodukt und davon möchte man Abstand nehmen. Also die wirkliche Chrissy Teils, die siehst du dann in 2 Wochen.
dann habe ich dann wieder 2-3 Kilo mehr drauf. Mhm. Das klingt jetzt wenig, ist aber für einen Wohlfühlfaktor unglaublich wichtig. Mhm. Also da ist einfach hier im Gesicht wieder mehr, da ist wieder Hintern, da ist wieder ein bisschen Busen da, der wird eh nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und das ist, da fühle ich mich wohl. Mhm. Und das ist auch ein Level, den halte ich ohne zu hungern. Da muss ich nur, also nur in Anführungszeichen Sport machen, aber wenn ich da jogge, da kann ich dann ordentlich essen. Natürlich in dem Moment auf der Waage, mhm, logisch, weil ich einfach meine Gewichtsklasse halten muss. Und vier Stunden Training, nur damit ich einen guten Körper habe, das wäre es mir nicht wert. Also da, wie oft trainiert man ihn? Rund 1,5 Stunden. Pro Trainingseinheit? Pro Trainingseinheit. Das 3 Stunden am Tag? Ja. Dann kann man nachvollziehen, warum jemand sagt, jetzt bin ich froh, wenn es mal vorbei ist. Ja. Wie geht's denn dann weiter? Wir reden ja manchmal auch mit Spitzensportlern über genau diese schwierige Frage, ja? Weil die alle, auch Fußballer zum Beispiel, ja vor diesem Problem stehen, dass sie mit etwas aufhören. Man sagen muss, nie wieder in deinem Leben wirst du etwas so gut beherrschen wie das. Und danach kommt oft das Loch. Ärztin arbeiten? Könnte ich theoretisch, werde ich aber nicht. Also, warum? 7 raus aus der Medizin. Ich habe meine Facharztausbildung gar nicht angefangen. Das Ausbildung machen. Ich werde jetzt 34, dann bin ich 39. Mhm. Ich konkurriere mit Leuten oder würde die aus dem System nicht draußen waren. Ich sehe es mittlerweile auch sehr kritisch. Ich weiß, was das. Ich bin mit einem Mediziner verheiratet, deswegen. Kardiologe, ne? Genau, mein Mann ist Kardiologe, mhm, und ich bin eine. Ich sage mal Arztgattin und verstehe meinen Mann. Das reicht. Die gab es früher mal. Dein Mann, du hast es eben gesagt, ist Kardiologe, mhm, und gleichzeitig in der CSU. Beatmung machen. Ja, genau. Es ist jetzt tatsächlich, deswegen habe ich jetzt auch hier auch ganz aufmerksam zugehört, bei uns bahnt sich so ein Wandel an, weil ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück. Mein Mann nutzt die Zeit, die wir jetzt privat miteinander hätten, um zu fliehen. Er geht nämlich jetzt oder versucht in Lokalpolitik zu gehen, weil er tatsächlich für den Münchner Stadtrat kandidiert, jetzt im nächsten Jahr. Schauen wir mal, wie viel Zeit uns jetzt in Zukunft bleibt. Das heißt, dann bist du nicht mehr Kardiologengattin, sondern Politikergattin. Beides. Weil er wird ja er bleibt Kardiologe. Ja, ja, er arbeitet ja trotzdem weiterhin als Arzt. Das eine schließt das andere. Und du bist auch jemand, das passt ja insofern, auch der sich politisch sehr interessiert. Jemand, der auch aus seiner politischen Gesinnung nie einen großen Hehl gemacht hat. Ich bin in keiner Partei, aber ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich ja, CSU-nah bin. Wobei ich das eher genutzt habe, nicht zu sagen, wählt die CSU, sondern geht wählen. Also für mich war die Position, die ich habe, dass Leute mir zuhören, entscheidend zu sagen, Leute, geht wählen. Das ist wichtig. Ja, es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn jemand CSU-nah ist, um Himmels Willen. Aber interessanter finde ich eigentlich, ja, na, absolut. viel interessanter finde ich eigentlich das Motiv. Du bist in der DDR aufgewachsen. Mhm. Beschreib mal, wie es dazu gekommen ist. Tatsächlich ist es ein familiärer Hintergrund. Und zwar bin ich tatsächlich in der DDR geboren. Und zwar in Thüringen, 1980. Und meine Eltern hatten einen Ausreiseantrag gestellt, 1982. Mit dem Hintergedanken, zum einen christliche Gesinnung. Das war ja schon eh nicht so prickelnd in der DDR. Und der andere Punkt, sie wollten nicht, dass wir, später kam noch mein Bruder dazu, in die Erziehung der DDR genießen. Das war so ein bisschen der Hauptgrund, oder das war der Hauptgrund, warum meine Eltern ausreisen wollten. Mhm. Und 1984 ist der Ausreiseantrag abgelehnt worden. Und wie es der Zufall so wollte, meine Patentante in Münster,
also Nordrhein-Westfalen, hat einmal in der Woche mit meinen Eltern telefoniert. Es war ja nicht so einfach, vom Westen und Osten zu telefonieren, immer an einem bestimmten Tag. Und das war nicht der Tag. Und sie hat aber ein komisches Gefühl gehabt. Und dann hat sie an einem nicht ausgemachten Tag bei meinen Eltern angerufen. Und dann ist mein Vater irgendwie ans Telefon und hat nur gesagt, Tante sowieso ist krank. Das war das Stichwort, dass der Ausreiseantrag abgelehnt worden ist, weil unsere Wohnung war verwandt. Man konnte ja nicht freisprechen. Und ihr wusstet das? Wir wussten das. Und daraufhin hat dann meine Patentante in Münster den Patenonkel von meinem Bruder in Oberfranken angerufen, einen Onkel Ludwig. Deswegen heißt mein Bruder auch Ludwig, ist wahrscheinlich der einzige Ludwig in 40 Jahren DDR. Aber deswegen, bayerischer Name. Und der Onkel Ludwig war damals CSU-Bürgermeister in Lichtenberg. Das ist der Ort, den man durch Peggy leider kennengelernt hat in Deutschland. Und der hat dann den Dr. Warnke angerufen, der damals Verkehrsminister war. Und der Dr. Warnke hat dann Franz Josef Strauß Bescheid gegeben, der schon auf dem Weg nach Berlin war, um die Milliardenkredite damals auszuhandeln. Und da wurden ja auch Menschen eingetauscht. Und dann sind wir so last minute auf diese Liste gerutscht und kurz danach waren wir am besten. Tausche Milliardenkredit gegen Dr. Christine Theiss. Das ist sozusagen die verkürzte Geschichte. Und ja. noch ein interessantes Detail. Die Ausreise erfolgte gerade noch rechtzeitig, weil ich reiste mit der roten Arbeiterfahne in der Hand aus. Ehrlich? Die haben dich nur noch bekommen. Hoffentlich gibt es davon keine Bilder. Das ist für eine CSU-Karriere nicht unbedingt förderlich. Wenn man mit so einer ganz roten Fahne dann... Keine Bilder. Ja, Gott sei Dank. Also, wir drücken morgen die Daumen, dass das funktioniert. Viel Spaß. Schauen wir das an. Herr Bruder, wir schauen uns das an. Selbstverständlich weiter ZDF gucken. So werden wir das morgen Abend machen. So, Raphael Fellmer ist bei Mensch mit einer hochinteressanten Geschichte, weil er nämlich geht direkt rein, irgendwann für sich. Richtig. Warum haben Sie das zunächst mal für sich entschieden? Also schon als ich versucht zu beschäftigen und sie zu begreifen, zu verstehen, wieso auf der einen Seite ein Siebtel der Weltbevölkerung hungert und wir hier zu viel haben und viele andere Ungerechtigkeiten, mit denen ich konfrontiert wurde. Geld von Holland nach Mexiko. Ja, also fast durch die Galaxis per Anhalter. Ja, also es war durch die Galaxis. Also okay. Wir haben sehr viel Menschheit erleben dürfen, unglaublich viele, ja. Gleichen Monat waren, im März 2010. Und auf diesem Weg nach Mexiko wollten wir eben auch zeigen, globales Phänomen ist. Habt ihr es geschafft, zunächst mal rechtzeitig zur Hochzeit zu kommen? Nee, total hinten und vorne. Statt drei. Aber der Weg ist das Ziel und wir haben auf dieser Reise dann sehr viel erlebt und mir fiel es irgendwann wie Schuppen von den Augen, dass ich eben in unserer Gesellschaft, wo wir sehr viel verschwenden und sehr viel haben wir 50 Millionen in Deutschland und die fahren aber meistens nur eine Stunde am Tag im Schnitt und meistens stehen sie rum und wenn sie fahren, dann sitzt da 1,3 Personen drin und so ist es eigentlich bei fast allen. Atlantik, das war ja eine Überfahrt, ganz abenteuerlich, auf dem Segelboot mit Italienern. Also es gab gar keine Probleme, es war einfach für mich eines der schönsten Momente überhaupt. Mit dem, was passiert ist, das waren dann schon 5 Monate Reise, ein bisschen auseinandersetzen konnten, also auch über den Sinn. Und kein Internet. Und so hatten wir wirklich Zeit. Und in diesem Moment wurde mir dann klar, ich möchte nicht wieder zurück irgendwo Geld versuchen aufzutreiben, also Geld zu verdienen und dann damit Sachen zu bezahlen, sondern... Wie ist da in diesem System was faul? Das passt eigentlich alles hinten und vorne nicht mehr und das ist auch ungerecht und so weiter und so fort. Ich lebe noch in einem Friedenszentrum, das ist ein Verein in Berlin. Wir ziehen jetzt aber in ein
auch. Und die haben gesagt, die haben zu viel Raum da. Die leben auf 130 Quadratmetern, haben drei Kinder. Ein bisschen zurückfahren und sagen, wir wollen Zimmer hier freisetzen. Und, eins. Eins, also das 30 Quadratmeter mit einem angeschlossenen Bad. Da haben die uns irgendwie gefunden über Freunde, haben sich umsonst. Ja, was machen Sie dafür? Ja, also was das ist ein Grund. Und dann glaubt man wieder, jemand ist auf einer Tauschebene. Ja, aber richtig. Dieses Tauschebene, das ist eigentlich ein bisschen so wie Geld. Also ob wir oder so, spielt gar keine Rolle. Das Schönste ist, wenn man aus dem Herzen etwas tut, sich in der Gesellschaft einbringt. Okay. Das ist nicht Brüderle oder für dich, Markus, sondern ich tue das ja für die Gesellschaft und so unterstützt mich die Gesellschaft bei zu dem Wohle von allen. Und dafür werde ich auch von denen unterstützt, wenn du eine also ich meine, wir haben ja alle eine Berufung und ich glaube, wenn wir die versuchen Egoismus, diese Nächstenliebe der Menschen, an die glaube ich ja nie so richtig. Also das auch in der Politik, wie es da zur Sache geht, sogar unter Parteifreunden und auch sonst so im Leben. Das ist ja kein Ponyhof. Das ist unser Zimmer. Wir haben aber auch einen Rest des Hauses, die Küche, die wir gemeinschaftlich benutzen. Brauchen sie nicht, ob wir damit was anfangen können. Und ja, also wir haben, seitdem ich geboren wurde, jedes Jahr wegschmeißen. Und das heißt, wir wissen alle wahrscheinlich, dass wir zu Hause mehr Kleider haben. Absolut, ja. Wärmespenden. Also wir haben mehr, als wir brauchen. Das wissen wir auch ein bisschen schon. Das, ja. Na gut, auch dass du sagst, dass wir viel zu viel konsumieren und viel zu viel herstellen. Nur Gesundheitssystem. Also wer zahlt die Krankenversicherung genau, zum Beispiel? Wer zahlt solche Dinge ein? Mhm. Weil dann im Prinzip... Nicht mit Geld. Also ich glaube, wir sind da, befinden ja, uns immer so noch auf dem... Ja, funktioniert ja die Gesellschaft. Also so funktioniert ja auch die... Also ich meine, ich glaube nicht, dass du... Angenommen, um Gottes Willen. Aber du kriegst eine Krebserkrankung. Das ist eine sehr aufwendige Therapie. Da ist dem Arzt dann auch nicht geholfen, wenn du ihm seine Hosen zupfst. Ja, aber das ist ja wieder ein Tauschverhältnis. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wirklich sich frei zu machen und nicht mehr auf der Ebene, ich helfe dir und du hilfst mir, sondern ich helfe dir, weil es mir eine Freude macht. Und dann kann ich meine... Ja, aber damit ist die Therapie ja nicht bezahlt. Nee, aber der braucht ja auch bestimmte Dinge, der Arzt oder die Ärztin. Und so ist es ja bei allem. Also stell dir vor, du bist eine gute Gitarrenspielerin. Und dann dein Talent, deine Begabung, oder in dem Fall kannst du vielleicht Menschen Boxen beibringen oder so, stellst du der Menschheit zur Verfügung. Und dann hilft dir der Zahnarzt bei deinen Zähnen, und dann hilft dir der Physiotherapeut, wenn du irgendwas an deinem Körper brauchst, was gerichtet werden muss. Dein Wort und Gottes Ohr. Na, ich glaube... Also wir haben verstanden, ja, das ist ein ganz radikaler Ansatz eigentlich in Wahrheit. Und wahrscheinlich zu vergleichen mit einer Gemeinde oder Gemeinschaft im Urchristentum. Das lief da wahrscheinlich ähnlich, so stelle ich mir das vor. Oder von Nomaden kenne ich das teilweise auch, da läuft das auch so ähnlich. Mhm. Aber nochmal die Frage, wenn du jetzt beispielsweise irgendwo hingehst, du musst dich von A nach B bewegen zum Beispiel. Wie kriegst du denn die Berliner Stadtbahn jetzt davon überzeugt, dass S-Bahnfahren für Lau doch echt eine coole Sache ist, weil du der Menschheit sonst anderweitig dienst? Mhm. Was sagt denn der Schaffner zu dir oder der Kontrolleur, wenn der kommt? Kannst du durchgehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Wie? Sagt er bei mir nie. Bei dir sowieso. Nein, nein. Nein, aber was machst du da? Erklärst du dem die ganze Geschichte und dann ist die Bahn längst weg? Also ich benutze normalerweise das Fahrrad in den Städten und ich bin, wie gesagt, durch die ganze Welt getrennt. Das funktioniert ja auch. Ja. Ich bin auch zweimal zu Stern-TV getrennt. Das geht auch. Heute bin ich hier mit dem Zug gefahren. Also ich glaube, ich muss niemand mehr das beweisen, dass es... es geht jetzt nur um angenommen. Du bist jetzt mal darauf angewiesen. Du musst mit der Bahn fahren zum Beispiel, so wie Menschen das mal müssen. Oder deine Tochter muss zum Beispiel oder möchte mal nach Mallorca mal ein bisschen Urlaub machen, weil sie auch was von der Welt sehen soll und weil das so einem Kind auch mal gut tut. Punkt. Mhm. Fährst du nach Mallorca? Also dieses Jahr habe ich mich um ein Buch gekümmert, da habe ich mir wenig Urlaub gegönnt, sondern habe glücklich ohne Geld geschrieben, aber meine liebste Frau Nieves, die mich in allen auch unterstützt,
Die war mit Alma auf Mallorca und die lebt auch noch mit ein bisschen Geld. Also Nieves kommt aus Mallorca, meine Frau. Ja. Und letztes Jahr bin ich aber nach Mallorca getrennt und da haben mich sogar Deutsche zufälligerweise nach Mallorca in ihrem Segelboot gebracht. Also es geht auch, wenn man will. Aber also ich glaube, ich muss nicht mehr irgendwas aufweisen, dass was geht, sondern ich habe eigentlich schon sehr viel gezeigt, dass alles geht. Und jetzt versuche ich mich in der Praxis, in der Gesellschaft, gerade um die konkreten Dinge zu kümmern. Okay. Was kann eigentlich jeder tun, um ein bisschen mehr die Verschwendung in unserer Gesellschaft zu reduzieren? Ja, ich finde das einen irren Ansatz. Aber nochmal, wenn du jetzt dieses Buch erwähnst zum Beispiel, du schreibst ein Buch. Dafür müssen Bäume sterben, weil dieses Buch irgendwie gedruckt werden muss. Sterben dafür Bäume? Ja, wenn man... Also ich bin Veganer aus vollem Herzen und ich glaube, Tiere sterben. Man kann auch sagen, Bäume sterben oder so. Aber das Schöne ist ja, wir haben jetzt hier, vielleicht ist da Holz drin. In Holz ist ja das CO2 gespeichert und es bleibt da drin. Deswegen ist Holz eigentlich ein sehr schönes Material. Und mein Buch ist mit dem besten recycelten Papier hergestellt, wo auch irgendwann mal Bäume drunter gelitten haben. Aber ich habe auch schon für mich vor ein paar Jahren festgestellt, dass wenn ich mich zu sehr im Detail verheddere, indem ich eben zum Beispiel ganz... genau guck, dass ich kein Wasser verbrauche, alle Lichter ausmache, Standby und so, dann verbrauche ich sehr wenig Energie zu Hause, was ja auch schön ist. Mein ökologischer Fußabdruck ist gering, kleiner, also wie viel ich zerstöre in der Welt, so Ressourcen mir nehme. Ja. Aber ich verliere den Blick aufs Ganze. Und so ist es wie mit der Plastiktüte. Da sieht man zwar, dass die Plastik ist oder die Packung Mohrrüben, die in Plastik eingewickelt sind, aber das Erdöl, die 82 Millionen Barrel, die wir jeden Tag verbrauchen, die sehe ich ja nicht, nämlich in dem Traktor, in den Pestiziden, in den Schiffen. Und das heißt, ein bisschen mehr den Blick aufs Ganze zu bekommen und sich nicht zu sehr verlaufen. Okay. Und deswegen bin ich auch nicht mehr so, dass ich jetzt gucke, wie kann ich bei mir zu Hause alles nur optimieren, sondern mehr auf der Metaebene, also auf einer größeren Ebene zu gucken, was können wir als Gesellschaft tun, um dahin zu kommen. Jetzt die Gretchenfrage. Ja. Gibt es dein Buch umsonst? Selbstverständlich. Es gibt es umsonst? Ja, also der Deal ist mit dem Redline Verlag, dass alle Menschen, die das kaufen wollen, die dürfen das kaufen. Im Internet kann man es kostenlos runterladen unter raphaelfellmer.de, aber auch bei Amazon oder so. Und dann kann man es auch über glücklichohnegeld.de, da kann man dann gucken, wo gibt es ein Buch in meiner Nähe. Und dann kann man sich es einfach von jemandem, du hast es zum Beispiel jetzt gelesen, dann kannst du es freisetzen. Aber es gibt es nicht zu kaufen im Buchladen? Es gibt es auch für alle, die es im Buchladen kaufen wollen. Aber wo geht denn das Geld dann hin? Wenn ich da jetzt zu Thalia gehe zum Beispiel, kauft das genau, Buch. Dann geht es zu dem Verlag. Ich hätte ja gerne, dass das zu dir geht. Nee, also ich verdiene daran nichts. Ich habe das ehrenamtlich geschrieben, so wie ich auch hier kostenlos bin. Nö, ich bin da hier gerne und ich habe das Buch ja auch gerne geschrieben. Ja, das verstehe ich. Aber du sollst doch was davon haben. Ich habe doch davon was. Also ich freue mich ja so, wie wenn ich dir ein Lächeln schenke, dass du lächelst. Ja. Nicht, dass mein Konto jetzt größer ist oder meine Brieftasche gefüllt ist. Ich glaube, das müssen wir auch noch ein bisschen mehr lernen. Wenn ich was Gutes tue in der Welt, dann tue ich mir auch was Gutes. Und, ist das der Grund, warum du Leute zur Begrüßung prinzipiell umarmst? Nicht prinzipiell, aber wenn ich ein gutes Gespür habe, dann mache ich das gerne, ja. Danke. Das ist interessant. Also, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Raphael, bei dir für ein paar sehr interessante Denkanstöße. Wir müssen es ja jetzt nicht alle so machen. Und ich hätte auch da viel zu viel Existenzangst, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Aber wenn man den Mut hat, das dann so konsequent durchzuziehen und dabei gleichzeitig auch so entspannt zu sein, nötigt mir das einen gewissen Respekt ab. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Christine Theiss, die morgen... Antritt zum Kampf ihres Lebens, zum letzten großen Kickbox-Kampf. Wünsche dir alles Gute, dass das so ausgeht, wie du dir das vorstellst. Herzlichen Dank. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Rainer Brüderle. Herr Brüderle, vielen Dank für ein gutes, offenes, bilanzierendes Gespräch. Ich fand, das war jetzt mal fällig. Herzlichen Dank. Ihnen alles Gute, vor allen Dingen für Ihre Gesundheit, dass das alles gut verheilt, so wie Sie sich das wünschen. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön.